Also das ist sicher für mich der größte Sehnsuchtsraum, einfach da wieder in dieses Treiben einzutauchen, wenn man da irgendwie Menschen lachen hört, es ist irgendwie ausgelassene Stimmung, irgendwo hinten wird Musik gespielt und man irgendwie, es ist angenehm warm, man trifft einfach wieder wen, man freut sich wieder, dass man so viele Leute sieht, die man jetzt vielleicht einfach lange nicht gesehen hat. Man kann die umarmen, man hat irgendwie einen lustigen Austausch und ja, man möchte, dass dieser Abend quasi, glaube ich, nicht aufhört, weil die Energie so gut ist. Im Kaffeehaus wäre ich gerne alleine, da ist es eh interessant genug, was sich so irgendwie rund um mich tut. Ich meine, im Kaffeehaus gibt es halt ein paar so Dinge, die man ja jetzt auch kriegt, aber es gibt halt ein paar so Sachen, die halt irgendwie wie so ein kleines Mädchen, das halt irgendwie in den Süßigkeitenladen geht, wo ich mir denke, würde mich total gefreuen, wieder mal irgendwie so einen großen Milchkaffee mit so einer frischen Buchtel. Das ist irgendwie, ja, Seelennahrung.